Es gab eine spezielle Situation der Kunst in der DDR. Sie übernahmen sehr viel Stellvertreterrollen. Und das war sehr zugespitzt, überdreht, möchte ich eigentlich sagen. All das, was in der Gesellschaft diskutiert, kontrovers diskutiert wurde und eben nicht vorkam, öffentlich in den Massenmedien oder so, wurde mehr oder minder verschlüsselt in die Kunst transponiert. Und entsprechend wurden die Dinge wahrgenommen. Also Christa Wolf schrieb ein neues Buch, alle hatten das irgendwie versucht, das erstmal zu kriegen, hatten es auf dem Nachttisch liegen und es wurde besprochen. Oder Heiner Müller inszenierte am Deutschen Theater und man kriegte auf Jahre hinaus keine Karten sozusagen. Und entsprechend war es in der bildenden Kunst auch. Themen wie Umweltschutz oder Minderheiten wurden eigentlich nur in der Kunst verhandelt. Und dadurch hatte man natürlich eine immense Bedeutung. Man spielte eine ganz wichtige Rolle. So, und die war plötzlich weg. Ne? Die Leute fingen dann halt an, sich von der Kunst ab und dem Spiegel oder dem Fernsehen zuzuwenden, um sich zu informieren letztendlich. Und Kunst wurde nur noch als das wahrgenommen, was sie zunächst mal ist. Bildende Kunst, eben Malerei an der Wand hängt. Und nicht mehr abgeklopft auf irgendwelche Botschaften hin. Und das war so eine psychologische Umorientierung, die erstmal subjektiv als Sturz in die Bedeutungslosigkeit wahrgenommen wurde. Ja, also das habe ich auch so erlebt. Also ganz konkret, 1990 hatte ich eine Ausstellung hier in Kreuzberg, da passten die Leute kaum in die Galerie rein, ja, so haben die sich da gedrängelt. Da kam einer so ein Exot. Ja. Und 3 Jahre später waren in derselben Galerie noch 20 Leute zur Eröffnung. Das war so radikal, das musste man erstmal irgendwie verkraften. Ja. So, das war so der Punkt. Und heute, auch das haben sich beide Systeme letztendlich Extreme vorgemacht. Kunst ist heute in der modernen Gesellschaft etwas ziemlich Elitäres auch geworden war, ja, und ziemlich Abgehobenes. Und gerade bildende Kunst ist so ein Spaßgebiet in allererster Linie. Und die Eigenschaft, dass man oder die Möglichkeit, über Bilder auch bestimmte kommunikative Werte zu transportieren, ist sehr stark in den Hintergrund getreten. So empfinde ich es wenigstens. Und deswegen suche ich immer auch nach Möglichkeiten, mich außerhalb der Galerien und Museenszene irgendwo auch zu artikulieren, wenn möglich.